voll, in die Presse. Voll, Presse. Voll, Presse. Voll, Presse. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel mit einem ganz neuen Gesicht in unserer Runde. Die anderen kennt ihr alle, aber mir gegenüber, ganz Corona-konform, sitzt unser neuer Stargast Beef Rogers. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch total. Und in den beiden anderen Autos, links und rechts, die altbekannten Prollo Ferrari. Und der Herr Sammer. Was ist los? Ja, wunderbar. Ich freue mich. Es geht wieder weiter, wie wir das versprochen haben. Ein Jahr ist rum, die Jubiläumsfolge abgedreht. Wir sitzen auf einem dunklen Assi-Parkplatz mit Headlamps, mit irgendwelchen Campinglampen, mit Decken, mit Mützen auf dem Kopf. Der Herr Sammer hat ein selbstgebautes Lichtpanel im Auto, nachdem ihm in der letzten Folge durch die ständige Betätigung seiner Bordbeleuchtung die Batterie abgekackt ist und wir hier noch einen längeren Einsatz hatten. Also ich denke, für heute haben wir alles perfekt vorbereitet und können eigentlich direkt starten. Beefy, willst du irgendwas hier noch zu unseren Leuten sagen? Was können wir von dir erwarten? Ja, also von mir erwarten. Ich hoffe, dass ich hin und wieder mal eine ganz witzige Geschichte auftue, die in der Presse rumgeistert und das entsprechend hier mal darbieten kann. Und vielleicht auch den einen oder anderen Kommentar zu den anderen Dingen abgebe. Ja, wunderbar. Genau so soll das sein. Und damit wir da auch gar nicht zu viel Zeit verlieren, würde ich sagen, fangen wir entweder an zu trinken oder zu reden oder beides. Mir ganz egal, aber... Also mein Bier ist noch nicht warm genug. Das ist hier im Auto gewesen über Nacht. Das hat wahrscheinlich 2 Grad Trinktemperatur. Ja, herrlich. Aber da könnte ich direkt was anbieten. Also aus meiner nordhessischen Heimat habe ich ein bisschen Schwalbenbräu mitgebracht. Das heißt genau genommen Hasebier heißt das. Ist jetzt nicht von Hasen irgendwie gebraut, sondern der Braubesitzer heißt halt schon immer Has. Und mein Name ist Hase. Das ist jetzt auch total innovativ von der Marketingseite her. Aber es schmeckt ganz gut. Und deswegen gebe ich da gerne mal eine Runde rüber. Okay, reiß auf, Junge. Und um das Ganze sozusagen thematisch noch ein bisschen zu unterstützen, weil wir würden ja alle bei diesen Temperaturen, ich glaube, heute sind so um die 2 Grad hier, keine Ahnung, Glühwein trinken. Aber Glühwein ist ja nicht. Wegen Corona, Weihnachtsmärkte gibt es nicht und so weiter und so fort. Und bisher haben wir hier auch noch keine Glühweinbude in dem Bus irgendwie eingebaut. Das könnte auch eine klebrige Angelegenheit sein. Ist ja aber, Jungs, in England gibt es jetzt einen Glühwein-Whirlpool in einem Hotel. Kurioses Event, schreiben die Reisereporter. Das Wellness mal festlich in England geht mal wieder irgendwo in der Nähe von Manchester. Also das scheint so ein ganz geiler Landstrich da zu sein. Und da kann man sich in einem 1000 Liter Glühwein-Pool, Whirlpool, verlustieren und kriegt auch noch eine Weihrauchmassage mit Zimtpeeling. Also wenn das mal nicht weihnachtlich ist. Erster Advent war gerade. Wie findet ihr sowas? Geil. Ich bin heute frustriert, weil ich war gerade mit Sack und Pack und Kind und Kegel einkaufen und die Tante hinter uns schiebt irgendwie schön Gleitmittel und Massageöl über den Tresen und ich habe das Nachsehen. So. Du hast dein Pinatencreme da noch mit drauf. Unabhängig davon, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ich habe das Gefühl, das klebt. Was jetzt? Das Gleitmittel oder? Das nicht, aber der Whirlpool. Ja, das stimmt. Also wer das kennt, so Glühwein irgendwie verschüttet, irgendwo klebt wie Sau eigentlich. Ne? Aber auch am nächsten Tag. Ja. Also. Wir machen das, Orangen gehören eher nicht in Glühwein, ne? Das ist dann eher die Feuerzangenbowle. Also hier, guck mal, bei dem Bild könnte man auch Orangen so, mit dem Pool ran. Könnte man so eine Orangenhaut-Assoziation quasi, wenn man da reinspringt. Hast du da, es gibt doch auch diese Anisstäbchen, die man da so reinwirft, oder was ist das? Nee, Zimtstäbchen. Ja, die sind da ja auch drin. Das kann natürlich auch jemand. Kann man sich wahlweise auch irgendwo anders verstecken, aber... Nein, das soll angeblich nach Angaben dieses Hotels, was ein Wellness-Hotel ist und ein Spa, soll das heilende Wirkung haben und unter anderem Entzündungen verringern. Außerdem soll es die Poren öffnen und Giftstoffe aus dem Körper entweichen lassen. Also die Frage ist, wer das behauptet, ist das nur Marketing oder ist das wissenschaftlich untermauert?
Das ist jetzt erstmal, glaube ich, ganz krass Marketing. Gab es da nicht mal so ein italienisches Dorf, was irgendwie komplett unter Wein gesetzt wurde, weil da irgendwas Größeres geplatzt ist? Vielleicht haben die irgendwie die Vorräte von Resteglühwein oder weiß ich nicht, man bestellt ja für so einen Weihnachtsmarkt wahrscheinlich so und so viele Tonnen Glühwein im LKW, 40 Tonner. Vielleicht haben die da einfach so ein, zwei Stück aufgekauft und sich gedacht, komm, das verklappen wir jetzt an die Gäste, die finden das bestimmt geil. Ja. Ist auch vielleicht eine prima Idee für den Glühwein vom Vorjahr. Oder was für zu Hause. Ja, da brauchst du natürlich viele, Glühwein ist ja zum Glück nicht so teuer, aber um so eine Badewanne, was hat die handelsüblich, 240 Liter? Aber da war doch von 1000 Litern die Rede, oder? Ja gut, aber zu Hause, hast du da einen Whirlpool mit 1000 Litern? Also, wie viel dürfen denn da rein? Wenn ich das Bad flute? Ja, keine Ahnung, also das ist, sieht jetzt hier aus wie schon ein ordentliches Becken. Aber das ist jetzt auch nur eine reine Badegeschichte, also keine Bad-Trink-Kombi oder sowas, dass das noch erwartet wird. Also das fände ich jetzt auch nicht so prickelnd. Steht jetzt hier nicht, also kostet, aber was schätzt ihr, was das kostet, einmal da so rein, 45 Minuten? Halbe Stunde, 70 Euro. Ja, gar nicht schlecht. 50 Euro. Irgendwo dazwischen, 60? Ja, 67 für 45 Minuten. Gar nicht schlecht, macht jetzt im Dezember erst auf. Und um nochmal die Frage vom Beef hier, vom Beefy zu beantworten, was haben die da drin? Orangen, Zimt und Sternanis oder Sternanis. 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 Die berühmte Sternanis haben sie da noch drin. Und das sind also die sogenannten Helfer gegen freie Radikale. Da hätten wir auch dann direkt die Lösung für die ganzen Verschwörungstheoretiker. Man müsste jetzt auch rein wirtschaftlich betrachtet, weil die 67 Euro, also natürlich müsste man wissen, wie viele da rein dürfen, aber dann müsste man das mal umrechnen, ob das jetzt ein besseres Geschäft ist, den Glühwein in so einen Bottich für einen Poolbesuch zu schütten oder ob es besser ist, den auf dem Weihnachtsmarkt zu verkaufen. Tja, ich würde sagen, 1000 Liter auf dem Weihnachtsmarkt, das sind ja schon 3000 Gläser, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja. A3 sind ja 10.000 Euro, also ich würde sagen, letzteres. Du kannst ja aber wahrscheinlich ja eine Flasche Glühwein aufmachen und dann kannst du auch in normalem Wasser baden, das merkst du dann auch nicht mehr. Ja, wir machen mal hier das Bier auf. Ich müssen wir natürlich auch normal. Willst du was dazu sagen? Weil das ist ja witzig. Leute, guckt euch das an, da ist ein saufender Hase, das ist ja hier, was ist das hier, Wilhelm Tell oder wie heißt der, nicht Wilhelm Tell, Wilhelm Busch? Der hat doch immer diese Hasen. Ich hätte es jetzt für einen Hasen gehalten, aber Nein, die, von der Zeichner. Ach so, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt, aber ich kenne jetzt tatsächlich auch keine zeitgenössischen Zeichnungen von Wilhelm Busch, aber ja. Genau, also wie gesagt, ja, das ist Hasebier und stammt aus meiner nordhessischen Heimat, ist eine Familienbrauerei, die es jetzt auch schon seit locker 150 Jahren gibt. Was ganz besonders war an dieser Brauerei ist, sie ist exakt gegenüber dem Gymnasium, wo ich Abi gemacht habe. Das war ein Traum. War doch immer seriöser Anbieter für alle Abi-Feiern, war wunderbar. Wie viel Prozent hat dieser Hersteller deine Abi-Note nach unten gezogen? Nicht nur meine, sondern ich würde sagen, Generationen von Schülern. Prost. Also ein sehr schönes Bier, habe ich noch nie von gehört, sieht aber ganz toll aus. Ja, reicht ihr mir eigentlich auch eins rüber oder trinkt ihr das ganz exklusiv? Ich hatte es eben schon mal versucht. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ach, habt ihr noch gar nicht? Ja, nee. Na, woher denn? Woher denn? Also was ist das denn hier? Was sind das für neue Bräuche? Ja, ich dachte, wir trinken das einfach für euch mit und ja, erzählen dann so ein bisschen was darüber. Nein, aber ich erzähle jetzt nochmal gerade was zum Thema Glühwein, Ben, weil du gesagt hast, es gibt keine Weihnachtsmärkte, es gibt keinen Glühwein und so. Das ist ja nicht ganz korrekt, ne? Jetzt muss ich mal ein bisschen, mach noch auf, ein bisschen hier was klarstellen. Ich habe nämlich gerade die Tage jetzt gelesen, dass zu Kölle Glühweinwanderungen stattfinden. Also ich weiß nicht, ob das eine Kölner Spezialität ist oder ob das auch in anderen Städten gemacht wird, aber da wird Glühwein anscheinend auf der Straße ausgeschenkt. Dann gibt es wahrscheinlich, weiß ich nicht, einen speziellen Weg noch dazu oder auch keinen speziellen. Jedenfalls lautet das Ganze Glühweinwanderung. Wahrscheinlich ist eben der Sinn der Sache, dass die Leute sich da nicht knubbeln, sondern unterwegs sind und dann ganz Corona-konform die Abstände eben bei ihrem Spaziergang einhalten und dann wahrscheinlich das Leergut wieder abgeben. Und das finde ich eigentlich eine super Idee, ist aber, hat nicht so hundertprozentig geklappt. Also zumindest die Bagatelle hat es vorläufig wieder eingestellt, weil es sich doch zu sehr geknubbelt hat und die Leute
das Konzept nicht ganz kapiert haben und eben die Corona-Abstände nicht eingehalten haben. Oder sag mal, lag es daran, dass bei der Bagatelle die Gäste wieder das Desinfektionsmittel gesoffen haben? Hatten wir doch auch schon mal hier. Das stimmt. Die Bagatelle schafft es. Die haben eine gute PR-Arbeit. Die schaffen es immer wieder mal in die Presse. Damals war es das Desinfektionsmittel, was auf den Tischen stand, was die Leute für einen kurzen gehalten haben und mal eben so weggezogen haben. Und jetzt haben sie eine Mitteilung machen müssen zu ihrer Glühweinwanderung. Ich hoffe für alle Kölner im Kölner Süden, dass sich das wieder gibt und wieder gewandert werden darf und getrunken. So, Prost erstmal, jetzt probiere ich Prost. Auch. Prost. Gibt es denn eigentlich so einen richtigen nordhessischen Trinkspruch? Hau weg den Beige oder irgendwie sowas. Prost. Also, okay. Die Nordhessen reden ja eigentlich gar nicht so viel, deswegen, das ist ein Wort reicht meistens. Okay, Prost. Mhm. Ah, das ist aber lecker. Das ist, ich würde sagen, wir wollten ja mal Sterne vergeben fürs Bier. Aber schmeckt ganz klassisch. Genau, das ist auch tendenziell, glaube ich, klassisches Bier. Ist auch so eine Pilzgegend dort. Also es gibt jetzt auch aktuell, glaube ich, Bock. Der wird dann einmal gemacht und halt auch wirklich nur einmal und nicht irgendwie so das ganze Jahr oder wie Karneval dann auch im Sommer. Das gibt es dann da nicht. Also da gibt es Bock, gibt es im Herbst und fertig. Aber so ganz klassisch. Ah, nee, sehr schön. Sag mal, ich will mal gerade das Thema wechseln und mal fragen, habt ihr eigentlich mitgekriegt, am Wochenende hat tatsächlich der FC das erste Mal seit 18 Spielen gewonnen. Unglaublich. Und seit 30 Jahren das erste Mal in Dortmund oder irgendwie so. Das auch, genau. Also Wahnsinn. Und wie kriege ich jetzt den Schwenk hin? Köln, der große Rivale ist Ben Cartwright. Düsseldorf, Leverkusen, wir hassen ja quasi alle. Also das war jetzt Gladbach, aber Gladbach schwach, natürlich. Ja, endlich. Also wenn du mich fragst, nach den großen Rivalen gefragt. Ja, also der Erzrivale ist natürlich Bonner SC. Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach, genau. So, und die zwei sind ja große Rivalen. Und man muss ja als Kölner, die wir ja hier eher sind, schon auch zugestehen, dass die Gladbacher die Nase vorn haben. Etwa zwei Drittel der Spiele gewinnen die. Das wird der FC so schnell nicht mehr aufholen. Aber jetzt gibt es eine gute Nachricht. Bevor ich die kundtue, möchte ich mal euch fragen, Jungs, was glaubt ihr? Was kostet euch zu Hause ein Klogang? Klogang? Boah. Also so ein großer oder ein kleiner? Ich sag mal 3 Minuten. Drei Minuten, das ist eine gute Zeit. Ja, oh Gott, ich. Aber, das war nicht ich, das war der Beef. Also es ist jetzt aufs Wasser bezogen. Ja, vielleicht können wir da bei der Gelegenheit mal klären. Setzt sich zusammen aus, der Klogang? Wasser. Frischwasser. Gaswasser-Scheiße. Frischwasser. Kühl drin und Abwasser geht raus. So was glaubt ihr pro im Durchschnitt? Ja, gehen 6 Liter, wenn du groß machst, 6 Liter bei der Spülung durch. Weiß ich nicht, 10 Cent. Ja, das wäre ein bisschen, wenig, bisschen viel. Es sind 1,5 Cent. Wieso weiß ich das? Weil der Kölner Stadtanzeiger eine schöne Geschichte hat. Vom 18.11. Toilettenspülkostenindex. Wenigstens beim Klogang liegen die Kölner vorn. Also, der Kölner. Das war jetzt aber ein ganz weiter Bogen, mein lieber Freund. Ja, ja, jetzt passe mal auf. Weil der Verein so scheiße spielt, oder was möchte uns der Sammer damit sagen? Ja, wir kommen auch noch wieder zu Mönchengladbach. Deswegen hier die etwas größere Kurve. Also, die Kölner müssen für eine Sitzung auf dem stillen Örtchen 1,5 Cent zahlen. Das sagt zumindest der sogenannte Toilettenspülkostenindex, den eine Berliner Wohnungsvermittlung für die größten 30 deutschen Städte ermittelt. So, und jetzt kommt wieder der Bogen zu Mönchengladbach. In Mönchengladbach hingegen rauschen 3,2 Cent pro Tastendruck in die Kanalisation. Ja, also da kann man rechnen, Prollo, du bist auch hier unser Mathematiker, in Köln 1,5, in Gladbach 3,2 Cent pro Klogang. Das sind 117,8% mehr. Sehr schön. Das Gute ist, dass die meisten, die zuhören, jetzt auch gerade selber keinen Taschenrechner zur Hand haben und ich das einfach so unwidersprochen behaupten kann. Ja, ich wollte auch nur wissen, dass es jetzt 1,7 Cent mehr pro Scheißhausbesuch sind in Gladbach. So.
Und das ist jetzt natürlich wunderbar erstmal, dass die Kölner, dass die Kölner da vorne liegen. Jetzt stellt sich die Frage, was macht das denn aus aufs Jahr gerechnet? Und da wieder die Frage an euch, was glaubt ihr denn, wie oft rennt ihr aufs Klo im Jahr? Boah. Jetzt groß oder klein oder alles? Ja, insgesamt, das ist ja, sind Durchschnittswerte. 1000 Mal, bisschen mehr. 1000 sagt der Prollo. Aufs Jahr gerechnet? Aufs Jahr, 1000 sagt der Prollo, so. Ja, also wenn man beim Pullern auch mal die Spartaste nimmt, finde ich, müssten eigentlich 1000. So, was sagt der Beef? Also ich würde eher so auf 1500 gehen, also ich würde da schon deutlich höher gehen. Ja, dann gehe ich in die Mitte, 1378. Also so ganz schlecht seid ihr nicht, ich bin schon überrascht, ganz schlecht seid ihr nicht. Beef Rogers hat gewonnen mit den 1500, denn es sind 1800 Spülungen pro Jahr, ja, so im Durchschnitt. Und jetzt der Prollo, der alte Mathematiker, der hat es natürlich schon schnellstens ausgerechnet. Das sind, wenn man jetzt die 1,5 Cent zugrunde legt, 27,59 Euro für Köln und 58,36 Euro für Mönchengladbach. Also die müssen ganz schön hinlegen, die Gladbacher, um... Zu Recht. Zu ja. Recht. so scheiße, wie die sind, da muss das auch doppelt kosten. Ja, ihr wichtigstes Geschäft ist ja auf jeden Fall... eine Ecke teurer. So, und das macht eine Ersparnis von 30,77 Euro. Hervorragend. So. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Sommer. Ja. Seitdem du da drüben so einsam in deinem Auto sitzt, bist du irgendwie so wahnsinnig statistikfreudig geworden. Was ist denn da los? Letzte Woche kamst du schon mit deinen komischen Formeln da an, wie man Hundejahre berechnet und irgendwelche Wahrscheinlichkeiten, wenn Hamster in irgendwie ein Tuch husten und so. Was ist denn da passiert bei dir? Ja, hat heimlich Mathematik studiert. Ich kann mich hier einfach besser konzentrieren, wenn du dich hier mitsitzt. Meine Aura. Deine Aura, du machst einen auch immer so hippelig. Dass, ja. Da kann man dann so gibt mir aber auch ernste Sch- Themen wie den Toilettenspülkostenindex kann man da nicht besprechen. Da hätte ich auch nochmal eine ernste Frage zu. Ist denn da auch irgendwie mal so nochmal so ein Magen-Darm-Faktor reingerechnet? Also wenn man dann wirklich mal öfter muss oder sowas? Oder gibt es auch so einen Rückstoß auf die niederrheinische Verdauung? Also es gibt zweimal Magen-Darm im Jahr ist einbezogen. Also ich gehe davon aus, dass die da genau so etwas eingepreist haben. Also ein bis zweimal wahrscheinlich Durchfall wird da mit eingerechnet sein, gehe ich fest von aus. Also jetzt mache ich kurz weiter. Der Artikel stellt jetzt fest, dass man mit diesen 30,77 Euro, die der Kölner spart, 11 Pakete Klopapier kaufen kann. Jetzt tun wir mal so, ja, das sind 10er Pakete, ja, also ich kenne sie so und das wären dann also 110 Rollen. Und jetzt wirft der Autor die Frage auf, kann der Gladbacher eigentlich so viel beim Kacken sparen, dass er diesen Rückstand von 30,77 Euro wieder aufholt. Also, wie viel muss er denn jetzt aufholen, damit er auf das gleiche Geld im Jahr kommt wie der Kölner? Ja, der muss ja ungefähr halb so oft gehen wie der Kölner. Ja, der muss halb so oft gehen, sagst du. Man muss jetzt erstmal wissen, wie viele Rollen Klopapier verbraucht man denn im Jahr? Da sind wir jetzt wieder bei einem Ratespiel. Oh. Wie viele Rollen? Was schätzt ihr? Das weiß ich, das hängt ja wieder damit zusammen, ob du knüdelst oder faltest. Ja, der Prollo war doch der so eine Mischung aus Knüddeln und Falten. Ich habe die Mischform, genau. Ja, und wie viel, jetzt hier werden wir mal ganz intim, wie viele Blättchen verbraucht ihr denn hier? Das sind ja pro Rolle, wie viele Blatt sind denn da drauf? 100 Blatt mehr, ne? Nee, ich glaube 200 Blatt, meine ich, steht immer auf den Dings Prollo, drauf. Prollo, wie viel Blättchen knüddelst du denn in einen Haufen? Komm, ganz in einen Haufen? Weiß ich nicht. Sag mal 10. 10. Das, also 10. Ich glaube, da habe ich weniger meiner Falltechnik. Ja, also mit der Falltechnik. Pro Wischvorgang. Ja. Ja, ja, es gibt jetzt ja die Frage, diese Tage, wo man richtig Material verbraucht, aber ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Also.
Sind wir da jetzt, wieder Gleit, jetzt, Gleitmittel. Jetzt, ihr wollt keine Tipps abgeben, wie viele Rollen ihr verbraucht pro Jahr, jeder? Wie viele Rollen wir, oh Gott, hattest du das nicht ja, gerade eben gesagt? Gib mal einen Tipp, wie viele Rollen verbrauchst du? Irgendwie so 100 bis 120. Ich bin jetzt zwar nicht Ben, aber trotzdem. Okay. 120, dann musst du ja drei Rollen am in alle der drei Tage eine neue Rolle. Keine Ahnung. Der Beef sagt also 120. Ich sag 50. Ben sagt 50. Und der Prollo mit der Knüdeltechnik? 53. Hör mal, also ich muss schon sagen, wir haben uns echt bärenstark verstärkt hier bei Voll in die Presse. Der Beef hat schon wieder gewonnen. Es sind im Schnitt 134 Rollen pro Kopf pro Jahr. Und nicht pro Kopf. pro Hintern. Sehr guter Mann. Großartig hier. Das ist bei den Gladbachern dasselbe. So, okay. So, und jetzt haben wir es, Leute, jetzt haben wir es ganz einfach und dann haben wir es auch geschafft hier mit dem Toilettenspülindex. Ja, 134 Rollen. Was haben wir gesagt? Wie viel kann der Kölner sich oder der Gladbacher kaufen, wer auch immer die kauft für die 3077? Da haben wir gesagt 110 Rollen. Also kommt es jetzt drauf an, 134 minus die 110 Rollen. Boah, kann dem Mann einer helfen? Du kannst ja auch das Einlagige nehmen. Oder mal die Hände. Und dann ist der Wasserverbrauch wieder höher beim Spülen. Also, da wär's jetzt da gut, ihr euch Zeit weigert, 134 minus 110 zu rechnen, sage ich euch, 24 Rollen würden dem Gladbacher dann fürs ganze Jahr noch zur Verfügung stehen. Das wäre doch mal ein Spaß. Du gibst dem Gladbacher am 1. Januar 24 Rollen, stellst dem hin und sagst, das muss reichen fürs Jahr, Junge. Dafür ist er dann beim nächsten Corona-Ausbruch auch krisenfester aufgestellt. Ja, genau. Ja, also, liebe Gladbacher, viel Spaß beim Rationieren des Klopapiers. 24 Rollen habt ihr fürs nächste Jahr, um aufs Kölner, finanziell aufs Kölner Niveau zu kommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hatte jedenfalls diesen Spaß bei diesem Artikel. Hast du denn, sag mal, bei deiner Berechnung, und dann können wir es aber auch abschließen, neben dem Toilettenindex auch den Preisindex, also die Unterschiede, was den Kaufpreis und die Kaufkraft in Köln versus Gladbach anbelangt, einberechnet? Weil also, vielleicht ist ja Klopapier nur halb so teuer. Das ist gar nicht so doof. Der Kölner Stadtanzeiger bringt hier ins Spiel, dass das Tanken dafür in Gladbach günstiger ist. Aber er führt dann jetzt nicht zu Ende aus, ob es sich deswegen für den Gladbacher lohnt, quasi nach Köln zu fahren und da zu scheißen. Also, ja, ich möchte sonst tanken, wirkt offen. Ja auch normal nicht abführend. So einmal die Woche. Ja, so ist das. Ne? Ja, ich habe übrigens auch noch ein schönes Fußballthema, bevor das jetzt hier vollends abdriftet. Ja. Meins bitte? Ist aber auch fast nur ein Fußballthema und es spielt in Schottland. Der schottländische Fußball ist ja bekannt für Gewalt. Weiß ich auch nicht. Ist aber auch egal, darum geht es gar nicht. Abgrätschen. Es gibt da nämlich ein Team in Schottland, das Inverness Caledonian Thistle FC heißt das. Und die haben sich gedacht, wir wollen die Spiele eigentlich auch gerne per Kamera übertragen. Und tatsächlich, wenn man so eine Saisonkarte hat, kann man sich das da wohl nach Hause streamen. Ist dann im Preis inbegriffen, was ja gerade jetzt, wo Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit mehr oder weniger stattfinden, sehr praktisch. Die Sache ist die, und damit die Kosten nicht so ausarten, haben die halt eine automatische Kamera. Sprich, das Ganze ist AI-basiert, wie der Franzose sagt. Das heißt, die Kamera hat so eine eingebaute Ballverfolgungstechnik und dann schwenkt die Kamera immer so ungefähr in die Richtung, wo der Ball ist, was mutmaßlich auch recht gut funktioniert. So, und die Frage an euch jetzt, was kann denn dabei schiefgehen? Also die Kamera schwenkt mit dem Ball mit. Genau, die Kamera schwenkt mit dem Ball mit, ja, mal ein bisschen näher dran, meistens so ein bisschen weiter weg. Ich habe mir da mal ein paar Videoausschnitte angeguckt, klappt gut, bis gibt's, auf gibt es denn manchmal. Nur einen Ball, der so einen Chip dann da drin hat, oder gibt es mehrere Bälle? Nee, der Ball hat überhaupt keinen Chip, die Kamera erkennt den Ball. Und da nähern wir uns auch schon dem Problem. Da dürfen natürlich keine glatzköpfigen Leute durch die Gegend. Richtig. Nein. Und wie geil. Das Ganze ist tatsächlich eskaliert und da gab es auch richtig Ärger für den Verein von den Fans, weil sie nämlich einfach einen glatzköpfigen Linienrichter hatten. Es gibt ja auch Videoausschnitte, die ich gleich vorlesen werde. Und der Typ hat wirklich, also der hat eine richtige Plät, wie man so sagt. Und die Kamera folgt halt dem Ball.
Nur ab und zu tickt die halt mal aus. Und der Linienrichter hopst so an der Seite rum, wie man im Video auch sieht. Ja, mal nach links, mal nach rechts. Und die Kamera geht schön mal nach links, mal nach rechts mit. Der Fan ist stocksauer, weil er das Spiel nicht mitkriegt. Und da wurden, also im Internet wurden auch gleich Kommentare laut, wie dass sie dem Toupet oder eine Mütze aufziehen sollen. Und ja, so was ist ja diskriminierend gewesen. Ist. Ja, weiß ich nicht. Aber doch, man muss, aber ich fände, ich hätte es jetzt als pragmatisch noch empfunden. Und, oder eine Kappe oder sowas. Ja, oder was machen, ja, die, was machen die denn erst? Es gibt ja bei WM und EM immer die verrücktesten Kappen im Publikum. Da gibt es auch Hüte mit so, wo die aussehen wie ein Ball. Also. Ja. Ja. Also ein Kommentator haben sie noch, der ist nicht automatisiert und dem war das auch unangenehm. Der hat sich natürlich dann auch während des Spiels noch entschuldigt, aber es ist wirklich, also die Kamera springt von Ball zu Glatze und wieder zurück. Ja, was will man machen? Was will man machen, ja. Ihr habt, ach, das seht ihr jetzt nicht, ich halte euch das mal an die Scheibe. Also der Typ, der hat auch so schön, so einen richtigen, tollen, schönen, runden Eierkopf. So, oh ja. Da ist er. Okay. Aber so, nicht so weiß-schwarz oder sonst irgendwie was draufstehen. Nee, ja, ich weiß nicht, was die da für Bälle einsetzen. Sieht aus wie der Tango. Ja. 74. 74er Tango, ja, genau. Naja, auf jeden Fall, so war's. Großartige Geschichte. So, jetzt würde ich sagen, ist mal Zeit für den großen, ja, Premierenauftritt von Beef Rogers, genau, hier im Benanza-Bus. Ja, haltet kann euch ich, fest. Kann ich gerne machen. Ich mache jetzt aber gar nichts aus Fußball, sondern eher was fast Seriöses. Und es ist auch, es läuft bei euch, glaube ich, unter der Rubrik Quickie. Also es ist gar nicht so lang. Und zwar, ich weiß nicht, kennt sich bei euch jemand, ich weiß nicht, Innenansichten ist vielleicht zu viel verlangt, so vom Maßregelvollzug, kennt da irgendwas jemand oder sich Justizvollzugsanstalt schon mal drin gewesen oder jemand besucht aus der Verwandtschaft oder so, keine Ahnung. Wir haben eine Führung gehabt. Ja, immerhin. Im Studium. Prollo, deine Familie oder nicht? Ich, was? Ne? Ja, ich muss zugeben, ich fahre hier immer mit dem Gefängnisbus vor. So. Schön. Ja, nee, aber tatsächlich, ich kenne das, sowas kenne ich nur aus dem Fernsehen. Ja, bin ich auch tatsächlich Laie. Ich habe nur, deswegen bin ich auch drüber gestolpert, weil ich es irgendwie so ein bisschen putzig fand. Und es ist aber auch, ich habe auch nochmal nachgelesen, ob es vielleicht eine, was weiß ich, Geschichte aus vor 50 Jahren war oder sowas. Also habe ich auch aus der HNA, Hessisch-Niedersächsische Allgemeine. Und da geht es um den Maßregel von, um das Maßregelvollzugszentrum in Moringen. Das liegt in Niedersachsen. Und ja, da ist ein Mann eingesessen wegen Betrugs-, Eigentums- und Gewaltdelikten. Also jetzt nicht nur wegen hinterzogener Steuern. Und der ist bei einem Hofgang aus dem Maßregelvollzugszentrum ist er entflohen. Und er hatte wohl auch Helfer von außerhalb. Und die Hilfe bestand darin, dass die ihm eine Strickleiter über den Zaun geworfen haben. Und damit konnte er fliehen. Ja, da habe ich für mich gedacht, Klassiker, oder? Ja, aber das ist ja fast wie bei Dick und Doof. Jahren. Ja, eben, ja, genau. Also da hätte ich jetzt gesagt, vor 100 Jahren mag das irgendwie noch so eine Sache. Aber ich hätte jetzt doch irgendwie da so ein bisschen mehr erwartet, dass man da nicht nur eine Strickleiter drüber schmeißt und sagt, also eher, und dass tschüss, so auf der Mauer oben noch so fies so Scherben oder NATO-Stacheldraht drauf ist, dass das eben eher nicht funktioniert. Ja, irgendwie sowas. Also da habe ich schon ein bisschen gestutzt. Ich habe es auch vor Jahren aus meiner nordhessischen Heimat, da gibt es tatsächlich auch ein größeres Gefängnis in Ziegenhain. Und da ist mal jemand, das hat dann schon auch einen gewissen, wie soll ich sagen, einen gewissen Action-Faktor. Also das war in den 90ern, da hat jemand in der nahegelegenen Kaserne einen Panzer geklaut, sonntags. Tatsächlich, weil die ja immer startklar da stehen müssen. Und ist mit diesem Panzer aus dem Gelände, aus dem unbewachten Nordtor rausgefahren und ist damit dann bis zu dieser Justizvollzugsanstalt gefahren, die deutlich besser gesichert war und ist damit durch das Haupttor gebrochen in der Zeit, wo dann Rundgang war. Und dann ist derjenige, der da befreit werden sollte, auf den Panzer gesprungen und ist dann, sind die wieder mit dem Panzer weggefahren. Also das, finde ich, ist ja mal angemessen spektakulär. Und da muss man ihnen auch durchaus ein paar Style-Punkte geben, denke ich. Aber ich meine, der kannst du auch nicht mit abhauen mit so einem Panzer. Oder wie haben die das gemacht? Nein, direkt in den Wald dann vielleicht? Die haben, genau, die sind dann irgendwie in nahegelegen. Ich meine, wir reden von der nordhessischen Provinz. Das ist also eine große Stadt, zählt da schon mit 10.000 Einwohnern als große Stadt. Also das ist keine Großstadt im Sinne der, ja, Definition, aber viel mehr ist da nicht. Und das finde ich eine Story, okay, aber jetzt eine Strickleiter, das erscheint mir erschreckend banal. Oder, ja, bin ich da irgendwie schief, ja, gewickelt? Rechnet keiner mit.
Das mag sein. Die einfachen Dinge, das sind halt die besten. Ja, ja, schön wäre es noch gewesen, wenn es wirklich wie bei Dick und Doof dann so eine Klappleiter und dann stehen die gerade auf der Leiter, da kommt ein Auto, fährt runter durch und dann fährt die Leiter erstmal schön durch die Stadt. Also ja, gut, das haben sie jetzt hier nicht berichtet irgendwie. Jetzt auch nicht, wie es weitergegangen ist. Also sie ist immer noch flüchtig. Also, ist immer noch flüchtig. Ne? Okay. Ja, ja, ist also weg. Irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, auch den Helfer scheinen sie noch nicht gefunden zu haben. Ja, aber wer so einen anspruchsvollen Ausbruchsplan hat, der ist auch hier im Kopf gefallen, der wird wahrscheinlich nie gefunden. Das kann natürlich sein, ja genau. Schon überlegt, vielleicht müsste man dann mal einfach so bei Klettergärten nachfragen oder so, da haben die auch oft Strickleiter. Vielleicht fehlt da ja jetzt eine. Ja, genau. Wahrscheinlich 2 Jahre lang im Klettergarten trainiert. Ja eben, also alle, die ein Klettergarten-Abo haben, sind doch so mal höchst verdächtig. Also ja. Das ist irgendwie... Ja, das war dieser der kleine Quickie zwischendurch. Also das würde ich jetzt einfach mal so reinschmeißen. Okay. Ich hab eine ganz traurige Nachricht für, weil wir heute, das ist ja hier kein Fußball-Podcast, aber trotzdem ist es vielleicht auch gerechtfertigt, dass man über Fußball spricht, weil ja letzte Woche Diego Armando Maradona gestorben ist. Und lustigerweise, ich glaube, das war natürlich ein Fake, manche Leute haben dann einen Nachruf auf Madonna veröffentlicht. Lieber Diego, er war ein sehr streitbarer Charakter und auch sicherlich im echten Leben, ehrlich gesagt, ein ziemliches Schwein, was er da so mancher Frau angetan hat, aber ein super Fußballer. Aber lustigerweise ist auch in der vorletzten Woche etwas passiert, was ich ja immer dachte, dass das der GAU ist schlechthin. Und das ist dem Sender, glaube ich, RFI. Was ist denn hier RFI? Radio France International. Ein französischer Auslandsradiosender. Die haben nämlich, und das, ich weiß das, weil ich früher bei Phoenix gearbeitet habe, jede Redaktion hat zu allen Prominenten Nachrufe schon vorbereitet. Deswegen sind die so schnell draußen, wenn die sterben. Peinlich ist nur, wenn du deine Webseite reloadest oder aktualisierst und in dem Zusammenhang 100 vorbereitete Nachrufe veröffentlichst von Leuten, die noch gar nicht tot sind. Wie zum Beispiel der Königin Elisabeth, Alain Delon und so weiter. Und auch Bernhard Tapi, also ehemals Adidas-Chef, war dabei, bei dem besonders tragisch, weil der gerade sehr stark krank ist und wohl mit dem Tod ringt und schon auch mehrfach für tot erklärt wurde. Und ja, das ist eigentlich die ganze Nachricht, aber es ist peinlich. Die französische Schauspielerin, die kannte ich ehrlich gesagt gar nicht, wie heißt sie hier? Lynn Renault. Je ne sais pas, wie man sie ausspricht. Ich spare mir jetzt den Autowitz. Alain Delon ist auch ein Alain Renault. Renault mit D. Die ist schon 92 Jahre alt, eine rüstige Dame und hat aber sehr lustig darauf reagiert und hat es mit Humor genommen und hat gesagt, dass die verfrühte Ankündigung ihres Todes sie und ihren Hund Pirate zum Lachen gebracht hätte. Hat sie bei Twitter geschrieben und ein Foto mitgeschickt und gezeigt, dass es ihr gut geht. Also nicht jeder muss da so natürlich negativ drauf reagieren. Und vor allem ist es ja auch ganz witzig, wenn du eine Prominenz bist und dann schon weißt, was die über dich schreiben, wenn du tot bist. Die meisten werden es ja gar nicht erfahren. So erfährst du, was zumindest RFI, Radio France International, über dich so denkt und über dein Schaffen im Leben. Aber man fühlt sich da auch schon geschmeichelt, wenn man überhaupt dabei ist bei den Nachrufen. Ja. Ja, also das zum einen und zum anderen, ich finde es tatsächlich auch gut, wenn man es nicht zu ernst nimmt, so eine Panne. Und würde auch nochmal gern, Ben, auf das eingehen, was du jetzt hier zu Maradona einleitend gesagt hast, weil mir das gerade einfällt. Mir fällt zum Verrecken nicht mehr ein, welche Band das war, welcher Sänger oder was. Ein bekannter deutscher Sänger oder aus einer Bandmitglied hat auch um Maradona getrauert und hat auf seinem Instagram oder was weiß ich was für einem Kanal auch gesagt, er hat als Kind im Maradona-Trikot gespielt. Und ja, das war ja Annenmay Kantereit, der Sänger von denen hat das. Ah ja, okay, gut. Und jedenfalls, der hat fast einen Shitstorm kassiert dafür, weil Maradona eben auch, wie du sagtest, ein streitbarer Mensch war, der auch irgendwie eine Journalistin oder einen Journalisten mal geschlagen hat und weiß der Teufel, was alles gemacht hat. Seine Ehefrau verprügelt und so. Seine Ehefrau
verprügelt. Und da stellt sich die Frage, das müssen wir jetzt nicht zu Tode diskutieren, aber vielleicht mal so eine kurze Meinung. Darf man auch... Darf man... zu Tode diskutieren. Darf man auch um jemanden trauern, den man als Kind, als Fußballer verehrt hat, der unbestritten ein Riesenfußballer war, aber privat eben auch seine dunklen Seiten hat. Darf man um den trauern oder muss man da gerade auch heutzutage mit den sozialen Medien so wahnsinnig vorsichtig sein, weil er eben auch ein Arschloch war vielleicht privat? Ich finde, man darf trauern, wenn man halt differenziert trauert und den nicht über... Sagen, der war Fußballer, der war ein super Fußballer und denke mal, als solcher hat er auch... Ja, viele Herzen berührt. Was er allerdings als Mensch außerhalb des Platzes gemacht hat, ist natürlich für mich auch, wenn nur die Hälfte davon stimmt, was man da so liest, absolut verachtenswürdig. Und dafür muss man ihm jetzt kein Staatsbegräbnis unbedingt geben. Er kriegt wahrscheinlich vor allem als Fußballer jetzt diese dreitägige Staatstrauer in Argentinien und das Staatsbegräbnis und alles drum und dran. Ich frage mich halt nur, wie die Leute wie Opfer, also ich will das jetzt auch nicht größer machen, als es ist, aber der hat halt echt ein paar Leute richtig scheiße behandelt im Leben, wie die sich dann fühlen, wenn schon zu Lebzeiten dieser Typ sich quasi alles erlauben kann und einfach nur, weil er gut Fußball spielen kann. Ich weiß es nicht, ich finde, man muss das einfach differenziert betrachten und auch erwähnen in demselben Zusammenhang, dann ist es auch okay, dass man um den Fußballer trauert, in meinen Augen. Ja, also ich denke auch, dass man muss auch um man muss differenzieren, man muss auch um einen Fußballer als Fußballer sozusagen trauern dürfen. Man muss auch sagen dürfen, ey, der hat so unglaubliche Spiele gemacht, so unglaubliche Tore gemacht und das ist das, wo ich ihn kennengelernt habe als Fan, wo ich ihn gesehen habe und da tut es mir leid, dass er weg ist und ne, wenn man das andere dann dabei nicht vergisst, dann finde ich das okay. Wobei man ja sagen muss, dass das andere ja oft vergessen wird. Also wenn man jetzt auch so, dann eben gerade jetzt bei dem aktuellen Beispiel Maradona, auch so die von, ich sag mal, Tagesthemen, also quer durch die auch seriösen Fernseh- und sonst wie Zeitungen oder sowas, wurden ja so die dunklen Seiten maximal so mit Kokainmissbrauch oder so, so ein bisschen Drogen, das wurde mal erwähnt, aber eben was Ben ja gesagt hat, also wenn jetzt einer Drogen nimmt oder nicht, okay, das, ich finde es auch nicht gut, aber ist dann noch die eine Sache, aber eben wenn er jetzt zum Beispiel die eigene Frau wirklich übelst verprügelt und sonst irgendwelche Dinge, das sind halt Dinge, die gehen halt irgendwie gar nicht und das finde ich, sollte man zumindest auch noch irgendwie mit erwähnen, wenn das jetzt nicht so auch in der, manchmal eben in der Kurzdarstellung, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn dann nur so ein paar spektakuläre Bilder gezeigt werden und der Rest dann so ein bisschen ausgespart wird. Oder nur so ein bisschen beschämend am Rande in einem Nebensatz erwähnt. Also in dem Fall jetzt ja. Kokainmissbrauch. Hat auf und außerhalb des Platzes immer Feste zugetreten. Der Paulo bringt es wieder auf den Punkt. Du solltest bei RFI als Nachrufschreiber anfangen. Kannst gleich noch das mit dem Internet da reden. Ich werde gleich morgen anrufen. Apropos Nachruf, ich rufe mal hier in die Runde. Ich habe das Bier hier bald leer. Ja. Also Ben, meins ist scheiße kalt. Also das ist ja, wirklich, meins, das hat wahrscheinlich meins ist mehr, pupwarm. Also bei den Temperaturen fast lieber pupwarm als also saukalt. Also ich habe ein schönes, das habe ich schon seit Monaten für euch gekauft. Immer wenn ich sowas sehe, also Beefy auch für dich, ne, wenn du irgendwo was siehst, immer an den Podcast denken. Das sagen wir auch immer unseren Hörern, immer an den Podcast denken und schöne Bierpakete, die sind hier gern genommen. Warm für den Herrn Sammer mit irgendeiner spannenden Rechenaufgabe am besten dabei. Aber wenn ich mein Bier jetzt raushole, dann erzähle ich euch auch. Ich habe mir gedacht, was kann ich dazu erzählen? Und ich habe hier schon mehrfach irgendwie so asiatische Biere präsentiert. Und ich habe mir diesmal gar nichts über das Bier rausgesucht. Ich glaube, das kommt, keine Ahnung, aus Thailand oder weiß der Geil. Nee, Singapur. Singapur, die meisten kennen es dann schon. Aber was ist sozusagen die Story? Ich bin ein Tiger. Ich bin ein Tiger. Das weiß ja jeder, was er ist, wenn er beim China-Restaurant irgendwie diesen Neujahrskalender geschenkt bekommt. Ich bin im Jahr des Tiger geboren und alle, die 1974 geboren sind, auch. Und in meinem Fall ist es der Holztiger, mitfühlend, offen und mit Weitblick. Und deswegen habe ich hier ein Tiger-Bier für euch. Also das Bier war zuerst da, bevor ich mir diesen Quatsch ausgedacht habe. Und das reiche ich jetzt hier auch mal in die Runde. Und dieses Tigerbier ist aber tatsächlich sehr lecker. Und ich weiß, dass der Bruder vom Sammer,
der war schon mal in Singapur und hat da irgendwie mal 5 Tage nur Tigerbier gesoffen und hat mir danach, weil ich ja so gerne Kronkorken sammle, eine ganze Schublade voll mit Kronkorken in den Briefkasten gestopft. Also dafür auch nochmal herzlichen Dank. Eins für dich. Das ist jetzt nicht im Holz, also es ist tatsächlich in einer Aludose. Das ist jetzt oldschool. Oh Gott, das wird aber hier schwierig. Also, Aludose, ja. Noch ein Tiger Stück, mit einem echten Tiger drüber. Ach, der Prollo hat schon die Handschuhe an. Ich habe die Handschuhe an. Sag mal, was macht ihr da drüben? Ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt, wie man es von mir gewohnt ist. Und jetzt hängst du fest, oder was? Nein, ich habe ein Bier in Empfang genommen. Also, wir haben jetzt hängst du fest, das ist auch hier so. Nein, egal. Kann man falsch verstehen. Asian Lager. Genau. Also. Ich kenne mich jetzt mit den asiatischen Jahrestieren in Anführungsstrichen nicht aus. Was ist ein Holztiger? Jetzt irgendwas Geschnitztes? Die haben ja alle 12 Jahre haben die ein anderes Tier. Ne, Ente, Schwein und wie sie alle heißen. Müssen wir mal gucken, was ihr seid. Und dann sind aber auch die Jahre untereinander nochmal unterteilt. Also nicht der Tiger. Der Tiger ist 74, 76, 98, 2010 und so weiter. Aber sozusagen 74 ist der Holztiger, 86 ist der Feuertiger, 98 war der Erdetiger, der 2010 der Goldtiger. Und 1962, ist wieder 12 Jahre vor 74, war der Wassertiger. Da gibt es auch noch so Elemente immer dazu. Okay. Und ich bin halt so stinknormaler, popliger Holztiger. Natürlich die 2010er-Generation, die sind schöne Goldtiger, die können jetzt hier wieder rumprassen. Also Frauen sind sehr enthusiastisch, Männer sind unentschlossen, stur und feminisiert. Also ich nehme alles zurück. Ich bin gerne ein mitfühlender, offener und mit Weitblick ausgestatteter Holztiger. Und in diesem Sinne könnten wir auch sagen, wir sind jetzt bei unserem Alu-Tiger, weil das ist jetzt hier die Dose, die reißen wir einfach mal auf. Und ich prost euch zu. Prost. Hast du noch eine Rechenaufgabe für uns eigentlich? Nee, aber ich könnte euch mal die Frage stellen, was Homeschooling mit Kokain zu tun hat. Ja, wenn du das Wort, bei den Schülern oder bei den Lehrern? Du hast das Stichwort Kokain doch eben selber gebracht. Bei den Eltern. Homeschooling. Also, ja. Keine Idee? Doch, bestimmt. Also, wer ist denn da mit dem Kokain? Also Kokain im Abwasser hatten wir ja auch schon. Das ist wieder das Klo. Kokain, Schüler, die drogenabhängig sind, die knallen sich dann halt die Lines zu Hause rein. Nein, also Ben Cartwright, du bist vielleicht ja... Die Dealer machen schlechtere Geschäfte einfach. Ja, also mit den Dealern bist du schon mal jetzt gar nicht so schlecht unterwegs. Aber, oder Chemieunterricht zu Hause, dann nutzen die das aus und sagen, ja, wir machen den Versuch, Herr Schulze, und stattdessen machen die dann irgendwie Crystal Meth oder sowas. Nein, der Beef hat zumindest ein gutes Stichwort gegeben, um jetzt nicht zu sagen, dass ihr total versagt habt hier beim Raten. Ich habe eine Story gefunden, ist ja auch immer toll, dass man neue Zeitungen kennenlernt. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kannte, das Blatt Der Bund aus der Schweiz. Und das ist ein echt interessanter Artikel mit irgendwie, erstmal kann man es natürlich lustig finden, aber auch einen sehr ernsten Hintergrund. Der Drogenboss hilft beim Homeschooling. Und zwar geht es darum, hier wird ein Dorf vorgestellt, das ich jetzt komplett falsch ausspreche, Ampliación Bicentenario. Das ist irgendwo in Mexiko. Und das ist ein kleines Dörfchen. Hier steht ein paar Hütten aus Brettern und Wellblech, nebenan die städtische Müllkippe, auf der sich die Menschen dann auch immer treffen, um Verwertbares zu suchen. Also wirklich eben ganz armer Ort, also ein Ort, wo die Menschen in Armut leben, und da haben die natürlich dementsprechend keine Fernseher, kein Smartphone oder Ähnliches, aber sie haben auch Corona natürlich, auch das Corona-Problem. So, und so ist es dann auch in Mexiko üblich, dass die Schulen zu haben, dass die Kinder Homeschooling machen über Laptops, über TV-Geräte, steht hier auch, wie auch immer die das da genau machen. Aber die Kinder in diesem Dorf, ja, zum Beispiel, die haben natürlich nichts davon, weil die all diese Geräte, diese Endgeräte nicht haben.
Die lokalen Behörden lassen sie angeblich im Stich, geben denen nichts. Und wer kommt dann, wer springt ein? Auf offene Ohren und vor allem auf eine offene Brieftasche trafen sie dafür bei der nächsten Drogengang. Sie spendierte Computer, Bildschirme, Drucker, alles versehen mit goldglänzenden Buchstaben auf schwarzem Grund, den Initialen des Bosses Joaquim Guzman Loera, genannt El Chapo. Hm. Ja. El Chapo, der ist doch in New York im Knast. Richtig, der ist im Knast. Genau, also Homeoffice. Ein bisschen kennst du dich zum Stichwort Kokain doch aus, Ben. El Chapo ist in der Tat in den USA im Knast, aber seine Söhne führen das Geschäft weiter. Ja, das ist ja irgendwie dieser auch irgendwo sinnlose Kampf gegen die Drogenmafia. Das ist ja so ähnlich wie beim Kampf gegen irgendwelchen islamistischen Terror. Holst du dir den einen Boss, ist der nächste eben da. Und hier ist es aber, hat das Ganze auch System. Es ist schon auch so, dass schon zu Beginn der Pandemie die Drogengang die Bewohner da mit Bohnenöl, Desinfektionsmittel und so weiter versorgt hat und auch die Ausgangssperren verhängt hat, wenn es die Zahlen hergegeben haben, wahrscheinlich, wenn es notwendig war. Und das finde ich jetzt auch noch mal sehr interessant. Das mit den Computern, Laptops und so weiter ist ja der eine Punkt, daran erkennt man es schon, aber auch, dass die so eine Ausgangssperre verhängen wegen Corona, ja, was in Italien, in Frankreich, wir hatten es ja so noch nicht, die Staatspräsidenten machen, das macht da die Mafia. Also die übernehmen staatliche Aufgaben in diesem Land und versorgen die Leute mit dem, was sie brauchen und machen gegebenenfalls eben auch eine Ausgangssperre. Ja, was sagt ihr dazu? Das ist doch irgendwo verkehrte Welt. Ein bisschen. Ich würde sagen, das ist ein völlig normaler Vorgang. Wenn du irgendwie Untouchables oder sowas guckst, ich meine, das ist doch bei all diesen mafiösen Strukturen so, dass die irgendwie in so einem Viertel, wo sie die Macht haben, da geben die halt den Ton an. Zumindest so mit gesichertem Hollywood-Wissen würde ich sagen, normaler Vorgang. Und das schafft ja auch die nötigen Abhängigkeiten, ja, wenn man mal im Gegenzug was braucht. Ja, richtig. Ich glaube, also das kommt aus dem Artikel auch noch ein Stück hervor. Man braucht, wenn man so ein Geschäft, wenn man das jetzt mal Geschäft nennen will, also wenn du so ein Geschäft führst wie so eine Drogengang, brauchst du Rückhalt in der Bevölkerung. Und den kriegst du natürlich nicht nur, wenn du da irgendwie rumballerst, sondern und die Leute unterdrückst, sondern eben Zuckerbrot und Peitsche, ne? Hier und da dann eben auch die Hilfestellung. Ja. Ich glaube, was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass ja in vielen Ländern ja eben auch, dass der Staat als solcher ja auch in dem Sinne gar nicht besser ist als irgendwelche Kriminellen, sage ich jetzt mal, was das Lokale angeht. Das heißt also, die Staatsmacht ist da ja durchaus auch durchaus mal willens, Terror oder sonst wie Druck zu verbreiten und den Leuten schlicht und ergreifend nicht zu helfen. Und dann ist natürlich so jemand, der dann eben irgendwelche Geschenke verteilt, ist dann erstmal, wenn du in der blanken Not bist, durchaus gern gesehen. Also das ist eine bittere Erkenntnis, aber ich glaube, das ist so oder ist in vielen Bereichen so. Auch wenn ich es jetzt selbst nicht wirklich erlebt habe, sondern wenn dann maximal erlese. Zum Thema übrigens Drogen empfehle ich tatsächlich, das ist ja Literaturgeschichte hier auch so ein bisschen mal, es gibt von Don Winslow so eine ganz hervorragende Trilogie. Tage des Zorns ist das erste, Kartell das zweite und der Titel des dritten Teils fällt mir gerade im Moment nicht ein, aber den werde ich nachliefern. Straße der Verdammnis oder irgendwas? Nee. Die beschäftigen sich genau mit dieser Thematik, also mit dieser Drogenwippe von Südamerika über Mittelamerika in die USA. Und das ist ganz hervorragend. Es ist allerdings was für mal ein paar Tage Urlaub, weil von den Büchern hat keins weniger als 800 Seiten. Also irgendwie, Das ist jetzt nicht mal so eben so ein schnelles Leseerlebnis, aber es ist sehr eindringlich. Ja. Kann ich also wirklich sehr empfehlen. Auch allen Hörern. Ich hab mal eine Frage. Ist eigentlich der Prollo heute in unserer Runde dabei? Was? Ich war gerade so schön eingenickt über einem guten Buch. Ja, ich... Literarische Quartett. Ich blätter gerade hier. Also ich habe tatsächlich auch nur ein bisschen was zum Thema Koma und alternativ Kot und Toilette.
Toilette hatten wollt wir schon. Wollt ihr noch einen Kotartikel? Nee, lieber das andere. Ja, so, ist jetzt nicht erlesen, sondern ganz stumpf aus dem Internet angeklickt. Aber immerhin aus dem Ausland, taiwannews.com.tv, kleines Artikelchen von Anfang November. Da geht es um einen jungen Mann, der schwer verletzt erstmal im Krankenhaus gelandet ist und 62 Tage im Koma lag. Also der hat dann in der Zeit tatsächlich haufenweise OPs. Ich lese das jetzt hier nicht vor, weil das auch Fachbegriffe sind, die kenne ich gar nicht. Also dem ging es richtig dreckig. Der wurde halt richtig zusammengeflickt, eins nach dem anderen. Autounfall mit dem Roller. Autounfall mit dem Roller, schön. Ich wusste irgendwie, dass das jetzt ja, kommt. Ja, man soll den Satz ganz... Nee. Ja, das andere war mutmaßlich ein Auto. Weiß ich nicht, hier steht Road Accident, was ja so viel wie heißt, ein Straßenunfall. Aber das Wort gibt es ja auf Deutsch nicht. Wir wollen es aber nicht am Auto aufhängen, sondern nach seinen zahlreichen Operationen lag halt nach wie vor im Koma. Der Bruder saß daneben und hielt sozusagen die Krankenwache und sagte, ach Brudi, ich gehe jetzt erstmal für dich ein schönes Hähnchenfilet essen, seine Lieblingsspeise. Und was passiert, was meint ihr? Ja, das ist aufgewacht. Richtig, natürlich. Du bist heute der Oberchecker. Ja, ich bin total fresh heute. Vielleicht sind meine Fragen auch einfach zu einfach, aber ich will das Publikum ja auch so ein bisschen mitnehmen. Tatsächlich, der Puls beschleunigte sich und die Lebenszeichen stabilisierten sich und da war er wieder. Tatsächlich, hier ist noch ein kleines Foto mit, natürlich alle mit Maske, aber der Gute hat dann auch noch eine richtig fette Torte hier für das Krankenhauspersonal springen lassen. Sieht schick aus, hat aber ausländische Schriftzeichen, kann ich jetzt leider nicht lesen, was draufsteht. Ja, also, was haltet ihr davon? Ja, ist vielleicht, also ich meine, wir wünschen es keinem, ja, aber wenn man vielleicht mal irgendwie Bekannte im Koma hat, vielleicht einfach nochmal ein bisschen so die gemeinsamen Erlebnisse Revue passieren lassen und offensichtlich scheint es ja zu helfen, einfach mit den Leuten mal reden. Ja, ich kann mich daran erinnern, ich lag auch mal 6 Wochen nicht im Koma, aber im Krankenhaus mit meinem kaputten Knie mit 25 und da kam der gute Herr Sammer mit einem Kumpel im Krankenhaus vorbei, eine Tüte voller Bier und 3x Pizza Patzer. Das war damals unsere Höllenpizza, die wir gerne gefressen haben. Das ist nämlich so eine Pizza Margherita mit Knoblauchsoße drauf. Und ich glaube, danach hat mein schönes Einzelzimmer, was ich nur deswegen hatte, weil ich eine Infektion im Knie hatte, glaube ich, noch 3 Tage nach Knoblauch gestunken. Jeder hat gehasst, da reinzugehen. Aber man muss dazu sagen, dass du die Infektion schon hattest. Also das ist jetzt nicht durch die Pizza Pasta gekommen. Die hatte ich schon, aber ich würde behaupten, dass es meinen Heilungsprozess zumindest beschleunigt hat. Ja. Also Essen kann was, bestimmt. Oder überhaupt Dinge, die wir gerne machen. Also ich finde es auch eine großartige Geschichte, die aber irgendwie auch auf Anhieb plausibel klingt. Also dass sowas funktionieren kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ist ja ein Beleg dafür, dass man offensichtlich im Koma auch was mitbekommt. Also eine Wahrnehmung hat. Ja, ja, so ist es. Stellt sich jetzt die Frage, was würdet ihr hören wollen? Was würde euch aus dem Koma Vielleicht holen? Schreibt man es am besten vorher auf. Ja, du kannst ja in deine Patientenverfügung noch so ein paar Safe Words aufnehmen. Achtung, Achtung. Schweinebraten. Ich gehe mir mal so ein Hasebier holen. Ja. So ein paar Keywords, das ist vielleicht wirklich eine gute Hasebier Idee. Hasebier weckt dich aus dem Koma auf. Genau. Apropos Hasebier, wie schmeckt euch denn der Tiger zum Hase? Also der ich finde, Tiger ist jetzt so ein bisschen laff kalt, schon fast. Ja, ne, kaltes aber, Dosenbier schmeckt also, irgendwie immer belanglos. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Hase ist besser. Also zwei Hasen hätte ich auch noch. Den also Hasen kannst du nicht den Hasen geben. Ja, mein Gott. Aber wie gesagt, den Tiger, das ist, glaube ich, auch halt so eine bekannte, ja, so ein emporragender Tiger drauf. Das ist halt so eine bekannte asiatische Biermarke. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Aber wie sieht's aus hier? Beef also Rogers, hast du noch einen am Start? Ja, ich habe noch was. Ich habe jetzt hier irgendwie nochmal Thema. Ist ja, wir sind jetzt ja auch im Advent quasi. Gestern war ja nur erster Advent und habe jetzt gelesen, dass Milka so unverschämt beim Schoko-Weihnachtsmann trickst. Also das ist erstmal habe ich auch wieder gelernt, ich habe es auch bei Duden nachgeschaut, also es gibt ja nicht nur den Weihnachtsmann, ich dachte immer, es gäbe nur einen, aber es gibt Weihnachtsmänner, das ist auch offiziell beim Duden. Also Weihnachtsmänner, Plural, ist da, obwohl es ja eigentlich nur einen Weihnachtsmann gibt, wenn überhaupt. Also das ist so ein bisschen irgendwie 0 oder 1, dachte ich immer, also keiner oder einer, aber es gibt auch Weihnachtsmänner, ist auch im Duden so hinterlegt, sei es drum.
Weihnachtsmann ist halt das Amt und der die Weihnachtsmänner sind die Amtsträger. Ja, das kann nicht sein. Ich weiß nicht, ob der schon verbeamtet ist. Das wäre mal eine spannende Frage irgendwie, aber ich kann es jetzt so nicht klären. Was ich aber festgestellt bzw. gelesen habe, ist, dass Milka wohl ziemlich trickst bei den Preisen, beziehungsweise die Verbraucherzentrale in Hamburg, da auch bei den Schoko-Weihnachtsmännern des Herstellers Mondelez, die stecken inzwischen hinter Milka und hinter vielen anderen Dingen. Das ist sowas wie die Mafia, nur mit Essen, ja? Genau, das ist genau so Mondelez und Nestlé und ja, glaube ich, die haben sich die Welt so ein bisschen aufgeteilt. Also ansonsten gibt es nur noch hier Hasebräu. Also das ist dann alle anderen. Hasebräu, ja. Jetzt auch in ihrem Supermarkt. Genau. Mit Schokogeschmack. Nein, genau. Und da ist es jetzt so, dass die ja auch wieder mit 2019 hat also der Weihnachtsmann, der Standard-Weihnachtsmann noch 100 Gramm gehabt und jetzt hat er nur noch 90 Gramm. Beziehungsweise der... Hatte er aber letztes Jahr auch schon. Es gab einzelne, ne? Und jetzt. Also letztes Jahr gab es auch schon welche, so 80 Gramm, 90 Gramm, sorry, aber. Ja, aber nicht von Milka wohl. Ja. Also, das ist dann ein anderer Anbieter gewesen. Es ist, was ich sehr schön finde, ist auch, dass der mit Nüssen 95 Gramm hat. Also, da kann jetzt jeder seine eigene Geschichte draus stricken. Aber genau, genau. Was ich eigentlich ganz schön finde, was mir auch mal ganz gut tät, also, ich finde so ein 10% Gewichtsverlust im Jahr fände ich völlig okay für mich. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Was mich so ein bisschen erstaunt ist, dass diese Verbraucherzentrale so auf diesem Thema rumreitet, ist, ich meine, es steht ja drauf. Also, dass die Dinger irgendwie weniger Gewicht haben. Also, wo ist das Problem? Ich finde immer so ein bisschen, also, da wird sich immer aufgeregt, ja, das sind jetzt nur noch 90 Gramm oder 85 Gramm oder sonst irgendwas. Mhm. Einerseits muss man ja dankbar sein. Also, weniger Schokolade ist definitiv nicht schlechter für die Leute, die es essen. Das ist das eine. Und zum Zweiten, mein Gott. Also, ich sag mal so, Beef. Ich finde, bei so einem Weihnachtsmann kann ich deine Argumentation nachvollziehen. Der kommt bekanntlich nur einmal im Jahr. Und wenn man nicht gerade Ben Cartwright heißt, dann hat man eigentlich nicht im Kopf, wie viel Gramm der wiegt, was der kostet und sonst irgendwas. Ja, insofern stimme ich dir da voll zu. Aber es gibt ja immer wieder die Masche, dass Produkte des täglichen Lebens, die dann in mehr oder weniger derselben Verpackung irgendwie dann aber so ein bisschen geschrumpft und zum selben Preis angeboten werden, wo dann eben, da steht dann auch drauf, dass das, was weiß ich, nicht mehr 160, sondern nur 150 Gramm sind, aber wo dann wirklich einfach geschummelt wird und versucht wird, die Leute irgendwie hinters Licht zu führen. Das ist ja lustigerweise per EU-Verordnung sogar verboten. Du darfst nur, also früher wurde es ja häufig, wurden die Packungen blieben gleich, aber die Einschweißtüten da drin sind immer kleiner geworden. Das heißt, du hast eine große Packung, suggeriert gleicher Inhalt wie früher, aber es ist halt weniger. Und aber die Füllhöhe ist doch technisch bedingt. Zwinker, zwinker. Da steht auf der Packung auch drauf, dass es weniger Gramm sind, aber der Kunde sieht halt nur, ja, von der Form, boah, geil, große Packung. So wie die Amazon-Pakete, die dann teilweise ankommen, da ist da so ein Riesenpaket und da ist da nur eine ganz kleine Sache drin, weil die wahrscheinlich irgendwelche Margen haben an Größen, die dann leer oder halb leer verschickt werden. Und das ist verboten eigentlich. Aber beim Weihnachtsmann sieht man es ja theoretisch, weil der ist ja nur in Alufolie eingepackt. Ja, also wie gesagt, ich gehe auch, also hier, sag mal, da gehe ich völlig d'accord mit dir. Also bei manchen anderen Dingern wird ja bewusst getrickst und da auch mit allen guten und allen schlechten Tricks auch gearbeitet. Wie gesagt, hier finde ich es halt so ein bisschen schwierig, also warum sich da auch so eine Verbraucherzentrale so tierisch aufhängt. Ich meine, die müssen wahrscheinlich auch versuchen, in die Schlagzeilen zu kommen irgendwie, aber ich weiß nicht, also so ein bisschen seltsame Geschichte. Ja, aber mich freut es, dass du den Charakter von unserem Podcast als Verbrauchermagazin gleich auch durchaus erkannt hast und gefördert hast. Finde ich ja gut. Sehr gut. Ja, ja. Finde ich auch richtig. Das ja, ist normalerweise Prollos Sache vor allem, aber toll. Ich habe noch eine Verbraucherdurchsage für euch. Ja, dann hau raus. Achtung, Achtung! Österreicher, aufgepasst! drei Verdächtige sind am Montagabend kurz nach einem Einbruch in eine Trafik, das ist wahrscheinlich so eine Trinkhalle, in Floridsdorf festgenommen worden. Sie wurden auch aufgrund des Covid-19-Maßnahmengesetzes angezeigt, da ein Einbruch keinen Ausnahmegrund für die Ausgangssperre darstellt. Ende der Durchsage. Wisst ihr Bescheid? Also beim nächsten Einbruch Maske auf und am besten nicht erwischen lassen. Trafik ist doch so ein Kiosk, oder ja, nicht? Ja, Trinkhalle, Kiosk. Trinkhalle. In der Trinkhalle gibt es das gute Fiege. Fiegebräu aus dem Ruhrgebiet.
Nee, aber das heißt Trafik, ich weiß nicht, das klingt irgendwie nach Menschenhandel. Ach Mensch, Prollo, ich hatte es mir eigentlich abgeschminkt, aber jetzt, wo du Österreich bringst, Österreich, das habt ihr bestimmt gelesen, ich weiß, dass der Sammer hat es definitiv gelesen, weil der ist in demselben WhatsApp-Chat, wo ich auf diesen Artikel ich weiß, worum es geht. Gekommen bin, genau. In Österreich gibt es ja ein weltberühmtes Dorf namens Ficken. Nee, Fucking. Oder Ficken für die Deutschen. Googles werden selber. Ficken. Fucking. Fucking heißt das, ja. 100 Einwohnergemeinde. Fucking ist weltberühmt wegen dieses Namens. Und jetzt haben sie die Schnauze voll. Und haben es erfolgreich geschafft, zum Jahreswechsel sich in Fugging, was irgendwie nach den Fuggern in Augsburg klingt, umzubenennen. Diese Augsburgisch. Ja, aber jetzt mal ehrlich, ich habe mich gefragt, Fucking und jetzt Fugging, da kannst du ja jetzt... Ja, Fugging klingt wie Fucking auf Sächsisch, aber... Mit orthografischen Schwächen. Ja, Fugging. Was willst du machen? Ja. Das heißt, die Touristen haben Überhand genommen, ja? Die haben Überhand und die haben da wohl allerlei Dinge an diesem Ortsschild veranstaltet. Also sind auch so ein paar Beispiele. Im Internet kann jeder mal selber googeln, was man da so am Ortsschild namens Fucking so machen kann. Aber die haben jedenfalls keinen Bock mehr und haben das jetzt durchgeboxt, obwohl das dann ganz viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Und in dem Zusammenhang habe ich dann nochmal so ein bisschen gegoogelt. Also ich meine, das ist ja schon die ganze Story, was Fucking anbelangt. Aber es gibt ja wirklich lustige Namen. Also es gibt in Sachsen, ich hoffe, ich verwechsel es jetzt nicht, weil ich habe meine Notizen vergessen, aber in Sachsen gibt es ein Petting und irgendwo in Bayern gibt es ein Pissen. Die haben sich noch nicht umbenannt. Und dann habe ich mal geguckt, hier laut Weekend AT, auch eine österreichische österreichische Webseite, die haben dann Top 10 die lustigsten Ortsnamen. Und da ist Fucking sowieso nur auf Platz 8. Ich sage euch mal, Platz 9 ist Jenseits, Platz 10 ist Wundschuh. Das alles ist österreichische Namen. Aber jetzt kommen wir in die Nähe von Darmstadt, Platz 7, Wixhausen. In der Steiermark, Platz 6, Groß-Klein. In Niederösterreich gibt es noch einen Ort, der heißt Unterstinkenbrunn. Dann auch in der Steiermark, Edelschrott. In Kärnten gibt es Türkei. Das ist lustig, wenn man weiß, dass der ehemalige Kärntner Landeshauptmann, Haider. Haider, bestimmt kein Fan der Türkei war. Und jetzt kommen wir langsam in meine Region. In Brandenburg gibt es das Busendorf. In deiner die jetzt Region. Noch ein Bier in der Hand haben. Und tatsächlich. Und Elefanten im Garten. Tatsächlich gibt es im Dachsteingebiet, wo auch immer das ist, glaube auch Österreich, gibt es Arschlochwinkel. Nee, Arschlockwinkel. Sorry, muss man korrekt sagen. Ja. Arschlockwinkel. Da möchte man vielleicht auch nicht wohnen, in Arschlockwinkel. Also es gibt noch viele andere lustige Namen. Und in meiner Heimat gibt es einen Ort, der heißt Speckswinkel. Ist jetzt weniger spektakulär, aber irgendwie... Speckswinkel? Ja, finde ich auch ganz witzig. Nichts für Vegetarier, glaube ich. Also, aber ansonsten... Ich möchte auch noch eine Sache zu Fucking ergänzen, die der Ben unterschlagen hat. Was sagt eigentlich folgende Info über das Dorf und die Bewohner oder die Altersstruktur aus? Denn sie haben den Ort umbenannt, obwohl sie wegen dieses Namens von, ich glaube, Pornhub war es, kostenlosen Porno-Internetzugang für alle Einwohner hatten. Die 14- bis 16-Jährigen des Ortes haben geschlossen protestiert und weigern sich, weiter in die Schule zu gehen. Genau. Problem ist nur, das ist auch nicht ans Internet angeschlossen, diese 100 Seelengemeinde. Ja, deswegen vermutlich. Fucking. Sehr schön. Ja. Ich habe noch mal eine Frage. Ich würde jetzt gerne noch mal was aufgreifen von, ich glaube, vom letzten Podcast, wo ich ja nicht dabei war. Da hattest du, meine ich, Sammer, das Thema noch mal gebracht mit diesen Hundejahren da. Wild, Statistik hin und her. Ja. Was für ein Ding? Das Hundejahre-Thema, die Hundejahre-Berechnung. Da hat es ja mal irgendwas aufgetan, dass das ja nach neu und neu berechnet wurde und eben nicht dieses klassische Hund mal 7 und dann Mensch so quasi, sondern das ja dann nach Logarithmus und ja, dem so Alter des Hundes, also Hund wird früher dann reifer etc. und so weiter und so fort und nach hinten wird es dann langsamer. Was ich tatsächlich bis heute nicht verstanden habe, also verstanden im Sinne von, warum man es tut, ist,
warum wird das überhaupt gemacht? Also ich meine, wenn ein Hund 15 Jahre alt wird, wird er halt 15 Jahre alt. Warum muss ich ihn irgendwie vermenschlichen in dem Sinne, dass er halt irgendwie auf 70 oder 80 Jahre, also ich werde ihn ja, wenn es normal läuft, überleben, wenn ich einen Hund mit 10 bekomme. Stimmt. Also wo ist der Witz dabei? Das habe ich tatsächlich, also hat jetzt nichts mit dir zu tun, sag mal, aber ist ein bisschen nee, das, ich wo ich so... Das schon ein bisschen persönlich. Ja, okay, gut, dass du im anderen Auto sitzt. Der Sammer weiß halt immer gern, mit wem man es zu tun hat. Ja. Ja, wenn du dir so einen kleinen putzigen Dackel in der Fußgängerzone anguckst, das ist ein Opa, ja, da musst du, ja, guten Tag, Herr Dackel. Ja. Angenehm. Ja, okay, aber ich meine, weiß ich ja auch. Ich glaube, das kommt daher. Hundebesitzer, die haben ja, das ist ja ein Phänomen, dass Hunde oft aussehen wie ihr Herrchen oder ihr Frauchen. Und irgendwie, ich glaube, dass dann viele Hundebesitzer einfach dieses Bedürfnis haben, ihren Hund zu vermenscheln und ihren Hund, ja, wie einen Freund oder einen Lebenspartner teilweise irgendwie so eine gewisse Stellung im Leben einräumen und dann auch wissen, wo die jetzt gerade im Leben stehen. Und da man ja sich selber nur als Vergleichsmaßstab hat, wird es dann halt immer mal hochgerechnet. Ja, und es ist ja auch einfach so, ne? Ich meine, da gehst mit deinem Hund durch die Stadt und dann kommt ein Kumpel vorbei, der kannte den Hund noch nicht, fragt, hey, da, ja, das ist hier der Twixi. Oder die Twixi, wie alt ist der sie denn? Reider. Wie alt ist sie denn? Dann der sagst Reider, du, der heißt jetzt Twix, dann der Geschlechts-OP. Dann sagst du ja, die ist 7. Ja, was hat denn das für eine Aussagekraft? Da denkst du dann, wenn du dich mit Hunden nicht auskennst, ja, das ist ja noch ein Baby. In echt ist es aber vielleicht je nach Rasse, keine Ahnung, schon zumindest im mittleren Alter. Midlife-Crisis. Also insofern, ich denke schon, dass das hat schon so in bestimmten Dingen so seine Berechtigung. Ja, aber da reicht doch auch die Faustregel, oder? Einfach mal 7, dann weißt du Bescheid. Nach hinten raus schon. Ja, nach hinten raus, aber vorne. Dass du eher für Faustregeln bist, das ist klar, Pollo. Du bist aber der gefährlich. Die Macht der Faust. Ja, habe ich auch schon gehört mit dem gefährlich. Ja. Nee, aber interessanterweise macht man es ja tatsächlich, also ich kenne es zumindest nicht, bei anderen Tierrassen nicht. Man macht es beim Hund. Genau. Also. Und kennst du den Elefantenquotienten? Ich liebe Elefanten, aber keine Ahnung, wie alt Elefanten in Menschenjahren sind. Ja, älter, glaube ich, ne? Aber unabhängig davon. Aber auch jetzt, also Elefant ist jetzt ja außer beim Mr. Cartwright vielleicht jetzt irgendwie kein klassisches Haustier. Aber ich sag mal, auch bei Hamstern oder so macht man es ja auch nicht. Also, oder ich weiß nicht, gibt es das für Katzen auch so eine Berechnung? Aber oder? Hamster, ja, gut, die werden noch nicht alt, das tickert doch so durch, oder? Ja, aber dann müsstest du ja quasi also im Monat. Einfach in, keine Ahnung. Ja gut, aber wenn du, mal 50. Wenn du weißt, der Hamster ist, wenn du sagst, der ist 3, ja, dann ist schon ganz sinnvoll zu wissen, dass der jetzt schon scheintot ist. Ja. Also, das ist ja jetzt keine ganz doofe Info. Ja, aber man macht ja dann, aber da müsste man dann ja sagen, ja, er ist 80. Also, ja. Das tut man ja eben nicht. Also das meinte ich ja damit. Ja, also okay. Das ist der Punkt. Also genau, da weiß man, mit 3 ist er schon ganz schön alt und wird bald sterben, aber da braucht man nicht diesen Quotienten. Genau, gibt es eigentlich bei Tieren dann auch so ein Langlebigkeitsrisiko? Weil die Menschen sind ja auch über die Jahrhunderte älter geworden im Schnitt. Und so ein Haustier lebt doch mutmaßlich auch länger als ein Tier in der freien Wildbahn. Ja, das, vielleicht gleicht sich absolut. Das dann wieder aus. Das kann natürlich sein. Ja, der Hasso, der ist 80. Da wäre er längst verreckt, vom Wolf gefressen, von der Katze verjagt. Aber hier hat er es noch schön gemütlich auf dem Sofa. Ja. Sehr schön. Ja, nee, also wie gesagt, ich fand das nur so ganz spannend. Boah, da macht einer. Wie heißt das denn offiziell? Jetzt kommen die Assis wieder. Guck mal, der macht Donuts hier. Der Assi-Park, was ist das? Der kommt fetter Mercedes, der macht original Donuts hier auf dem Parkplatz. Habt ihr sehr das? Geil. Ich hoffe, man hat das in der Aufnahme gehört. Der kommt hier hin, macht 2 Donuts und haut wieder ab. Das ist einfach geil an diesem Parkplatz. Ich finde, hier finden auch Übergaben aller Art statt. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Du als Stuntman, du weißt ja sowas auch. Ja. Wie man das macht. Wir machen ja mit dem Finanzabus ein paar Donuts. Traumhaft. Ja, ich kann es ja filmen von außen. Ja. Freunde, sind wir eigentlich langsam zeitlich schon im Bereich Wir sind schon Bereich, voll drüber. Im du Bereich musst jetzt des noch ein Quickie rausschleudern und dann machen wir auch Schicht für heute. Ich muss dringend an den Baum. Alles klar. Dann noch schnell der Quickie, der diesmal nicht von mir selbst kommt, sondern den eine Stammhörerin, die auch schon mit im Bus war, die liebe Esther mir zugeschickt hat. Also uns darf nicht nur Bier zugesendet werden, sondern gern auch Kurioses, was es dann hier in die Auswahl im Bus schafft. Und zwar, einleitend ganz kurz, auch wenn es nur ein Quickie ist,
Deutschland, Ukraine, ihr habt das Spiel sicherlich mitgekriegt, ist ja jetzt erst 2 Wochen, glaube ich, her, hat Deutschland irgendwie 3-1 gewonnen vor der Schmach von Sevilla, wo sie dann 6-0 verloren haben. Habt ihr mitgekriegt, was das für einen Ärger im Vorfeld gegeben hat gegen die Ukraine mit den Corona-Infektionen im ukrainischen Team? Nee. Ich habe es gelesen, aber jetzt nur so überflogen. Kann ja, ich interessiere mich nicht für Fußball. Da musste dann das Gesundheitsamt, ich glaube, haben die in Leipzig gespielt? Ich glaube schon. Das musste dann nochmal irgendwie entscheiden, ob die überhaupt spielen dürfen, die Ukrainer und so weiter. Es gab einen riesen Hin und Her. Und jetzt hat die Esther mir folgenden Artikel geschickt. Kreisligamannschaft verliert mit 0-37. Jetzt kann man natürlich sich die Schenkel klopfen und sagen, hoho. Ja, lustig, aber kommt in der Kreisliga halt schon mal vor. Aber hier hat es etwas Besonderes damit auf sich, nämlich hat die SG Rippdorf Molzen 2 gegen SV Holdenstedt 2 gespielt. Und das kuriose Endresultat ist darauf zurückzuführen, dass ein Spieler der Gäste im Vorlauf der Partie Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. So. Und es gab dann auch eine Quarantäne bei der Gastmannschaft, aber die andere Mannschaft, die SG Rippdorf Molzen, die waren der Meinung, die Quarantäne war zu kurz und hatten so ein bisschen die Hosen voll. Deswegen ist es dann so gekommen, dass gerade mal 7 freiwillige Spieler auf dem Platz standen, die während des Spiels jeden Zweikampf und jeden Kontakt zum Gegner verweigerten. Und auf diese Art und Weise dann 0-37 verloren haben. Warum sind sie dann überhaupt angetreten? Ja, ziemlich dämlich, weil wenn du nicht antrittst, verlierst du doch nur mit 0-2 oder 0-3. Oder ja, so. Genau, das könnte man so meinen. Aber hier sagt dann der zweite Vorsitzende, Patrick Christoph, sagt, die Strafe, die sie hätten zahlen müssen, die können wir uns in diesen Zeiten absolut nicht leisten. Es gibt da wohl auch noch eine Geldstrafe, wenn du nicht antrittst. Nicht nur, dass du 2-0 verlierst oder 3-0, sondern du kriegst halt auch noch eine Geldstrafe. Ja. Also der zweite Vorsitzende von, ich weiß nicht was, Rippdorf heißt Rissdorf. Ich habe auch überlegt, also selbe Name irgendwie ist das? Das ist haben die alle kleine, auf dem Dorf sehr kleines den gleichen Dorf. Namen? Rissdorf und Rippdorf, also ist nicht ganz, hört sich ähnlich alles an. Alles eine Sippe da. Also ja. Scrabble. Ja, also es gab dann noch im Nachgang auch noch ein bisschen Ärger, aber das ist ja mal doch eine Art und Weise, mit Corona im Sport umzugehen, wenn man dann doch ran muss, obwohl man nicht will, einfach Abstand halten. Ja, finde ich toll. Richtig, das ist ja irgendwie, also ja, der Boxsport wäre auch um einiges erträglicher, würde ich mal sagen. Aber der Artikel wäre noch größer geworden, wenn die anderen einfach auch kein Tor geschossen hätten und das Spiel hätten 0-0 ausgehen lassen. Ja, das wäre dann so eine geile Geschichte, so fairer Sport oder ne, Sportsmanship. Ja, aber so. jetzt stelle man sich das mal vor und deswegen, da schließt sich dann der Kreis und dann können wir hier unsere Sendung beschließen. Man stelle sich mal vor, das würde in der Nationalmannschaft ein Spieler so machen. Ja, die Ukrainer, da waren wirklich einige Corona-Fälle im Vorfeld, das hat einen ziemlichen Ärger gegeben. Und dann muss der Jogi ja trotzdem irgendwie 11 Mann aufs Feld schicken. Und jetzt, wenn da mal einer keinen Bock hat und sagt, nö, das ist mir zu riskant. Ja. Ja, aber die sind ja im Zweifel alle getestet. Aber bei so einer Dorfmannschaft, die haben ja vermutlich keinen aktuellen Corona-Test in der Tasche. Ja, ja, getestet. Wenn du Glück hast, ist es dann schon also testbar sozusagen. Ne? Also, dass du es schon sehen kannst. Na, wenn sie. Ristoffer oder welche auch immer, aber die Mannschaft, die gewonnen hat, wenn die so fair gewesen wären, 37 eigene Buden auch noch gemacht hätten. Ja, sowas fände ich geil. Das ja. wäre dann irgendwie. Ich appelliere an Rippdorf, wird auch der nicht anwesend, wie die heißen, dass die einfach jetzt das nächste Spiel auch mal mit 37-0 verlieren. Ja, irgendwie sowas. Das waren, glaube ich, die anderen jetzt, aber ist egal. Ja. Okay. Also die Bösen in dem Fall, in ja, der Geschichte. Ja, die Bösen. Leute. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Und ich muss sagen, die Premierenfolge vom Beef Rogers hat mir sehr gut gefallen. Auftakt zur zweiten Staffel. Eine weitere bunte Mischung, ganze Jahr über, kann kommen. Hoffentlich wird es ein bisschen wärmer demnächst. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend und sage unseren Hörern, die wir hier viel zu selten adressieren, habt eine schöne Adventszeit.
schickt uns Plätzchen, Bier und Glühwein. Und jetzt erstmal für 1,5 Cent schön genau einen Abseil. Aber, ja, aber Glühwein bitte nicht für die Badewanne. Ja. Ich wünsche euch was. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.